We have the murder weapon? No murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate! Maintain the perimeter. Genau. Es war jetzt auch nicht so schlimm, dass wir nichts aus sie rausbekommen haben, weil wir haben ja sowieso einen Anhaltspunkt, das ist die Tatwaffe. Die vermutliche. Ich gehe stark davon aus, dass sie es ist. Wir haben Waffenladen um die Ecke und da fahren wir jetzt mal hin. Fragen nach. Schauen wir mal kurz rein hier. Ach Mann, ey. Also rechts. Rechts, also rechts. Rechts, also wir beginnen nochmal. Rechts, rechts, links. Zweite rechts. Also ich kann das echt nicht. Können auch einfach nach Gefühl fahren. Los geht's. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ja. Ralf muss uns jetzt auch noch mal ein bisschen angehen. Ja. Also, was soll man dazu nur sagen? Muss da nochmal ein Gefühl für kriegen, das kommt glaube ich nach der Zeit. Wir können jetzt mal hier vorbeifahren. Stört hier hoffentlich niemanden. Ich hab so kleine Lecks gerade, was soll das? Soll aufhören. So, da vorne haben wir den Gun Store auch. Hier irgendwie. Ah, da haben wir ihn. Super. Kommen wir mal rein. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Mensch, das war einfach. Und das ist nur im echten Leben so einfach wie Ralit, ne? Möchte mal ganz kurz hier kurz in die Option schauen. Ich möchte nämlich testen. Ja. Okay. Das Anti. Also das AA. Das ist immer schwierig, das letzte Wort da auszusprechen, ist aus. Das hat nämlich bei mir jetzt für einen Performance Boost gesorgt. Der Port von LA Noir auf dem PC ist nämlich ziemlich schlecht. Ja. Also wirklich viele Probleme. Diese FPS-Drops jetzt gerade sind zum Beispiel so ein Phänomen von diesem Port. Das AA sollte man immer ausmachen, habe ich gelesen, weil das damals auf den Konsolen, das gab es eben nicht. Und ja, auf PC, wenn man es auf PC anhat, dann kann es eben noch zu noch mehr FPS-Drops kommen. Ach ja, naja gut, Rockstar Games kann ja auch nicht immer perfekt sein, muss man dazu sagen. So, wir fahren jetzt zu dem Juwelier Hartfields. Dort soll der Herr Callu arbeiten, der diese Waffe anscheinend besitzt. Und der Zufall ist so wild. Schauen wir mal nach, wo wir hin müssen. Oh, ist ja direkt um die Ecke. Also jetzt hier die dritte links. Fahren wir mal los. Oh, die gute Dame da. Wollen wir nicht überfahren. So. Haben wir denn? Okay.
Officer, can I interest you in a new watch? Hallo? Soll ich jetzt irgendwas machen? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Okay. Son of a bitch! Go, Cole, go! Das Zeichen habe ich doch gewartet. Natürlich wusste ich schon, dass der Herr Kalu, dass dieser Herr hier Edgar Kalu ist. Genau. Kalu, get back here! Sollen wir gleich einen Warnschuss wohl abgeben? Das werden wir mal versuchen. Aber wir versuchen ihn noch weiter zu verfolgen. Vielleicht kriegen wir ihn ja. Ich glaube, wir kriegen ihn ganz gut. Wir müssen ja nicht. Sehr schön. Bloß keinen Schuss abgeben, das ist ja unnötig. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Gut, da sind wir jetzt in der nächsten Befragung drin. Er ist wahrscheinlich der Täter. Er ist Besitzer der Waffe, die wir gefunden haben am Tatort. Das ist unser Anhaltspunkt. Er ist weggerannt vor uns. Warum sollte er wegrennen, wenn das nicht gewesen ist? Das ist ja wirklich... oder er hat was anderes, andere Scheiße am Stecken oder so. Oder Scheiße am Schuh. Ja, irgendwie so. müssen wir jetzt nachgehen. Wir befragen ihn mal. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Also es ist ja jetzt ganz klar. Er erzählt nicht die Wahrheit. Und das ist jetzt die Sache. Ich habe echt Probleme in diesem Spiel. Wir können ihm jetzt der Lüge bezichtigen. Weil wir ja wissen, dass ihm die Pistole gehört, die benutzt wurde. Wir könnten auch nochmal hier reingucken. Das ist immer unser Protokoll. Genau angucken, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, ich bin Geschäftsmann. Ich habe ein Juweliergeschäft. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mein Anwalt kann das sicher alles klären. Also er hat keine konkrete Aussage getätigt, ob er jetzt Everett Gage erschossen hat oder nicht. Ich bin da echt immer ein bisschen
Ist da was? Wir können auch Intuition einsetzen. Da oben steht ja das. Finden wir, glaube ich. Das ist dann, das hat was damit zu tun, dass wir dann sehen, was die Mehrheit der Spieler gemacht hat. Glaube ich. Ich versuche das mal. Aha. Ja gut, ich habe einen etwas höheren Rang bereits. Ah ja, wir können eine Antwort entfernen. Ja, das, hoffentlich entfernt er dann. Also der Rang kommt dadurch, weil ich ja schon ein bisschen gespielt habe. Wir entfernen mal, aber das hat keinen Einfluss großartig. Wir entfernen mal eine Antwort. Gut, jetzt ist es die Lüge. Das wissen wir hundertprozentig. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Das ist übrigens auch eine gute Vorgehensweise. Man kann erstmal jemanden der Lüge bezichtigen, um dann zurückzuziehen, weil wie jetzt werden dann irgendwelche Äußerungen getätigt, wo man dann weiß, in welche Richtung das alles gehen soll. Also ich meine, jetzt hat er... Wir wissen, also wir haben ihn jetzt der Lüge bezichtigt und er sagt uns, er hat die nicht, die Waffe, und die wurde ihm gestohlen. So, ist weitaus einfacher jetzt, einen Beweis zu finden, einen passenden zu seiner vorherigen Aussage. Und ich würde fast schon sagen, es ist, die Bestätigung von Thickman, so heißt der gute Herr, dem Iggesons Gun Store gehört. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Nein. Dass er seine Waffe gewartet hat, was beweist, dass ihm sie ja nicht geklaut wurde. Vor, was hat er gesagt, Jahren? Monaten? Wochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat sie vor kurzem gewartet. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Das religiöse Motiv kommt jetzt daher, weil er, glaube ich, das Wort Nebbische verwendet hat. Ist, glaube ich, jiddisch, hebräisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Edgar Kallo Jude und ja, keine Ahnung. So funktioniert anscheinend Polizeiarbeit damals. Wir schließen jetzt erstmal auf ein mögliches religiöses Motiv, wo ich überhaupt keinen Sinn hintersehe. Aber gut, wir machen das, was uns das Spiel vorgibt. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Cullen? I don't know what you're talking about. Jetzt können wir, glaube ich, anzweifeln. Wir haben jetzt keinen Beweis, dass warum ist das ein Beweis? Das ist doch nicht möglich. Da steht doch mögliches Motiv. Ist doch nur möglich. Ach man, dieses Spiel. ich werde es jetzt einfach anzweifeln. Es tut mir leid, ich werde das jetzt einfach anzweifeln. Ich denke, wir haben keine Beweise dafür. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them.
war mal ganz erfolgreich. Wir wurden anscheinend befördert. Oh ja, sehr schön. Streifendienst abgeschlossen. Genau, wir wurden befördert. Mach dich bereit für eine Versetzung, steht da oben noch. Wir zeigen solide Ermittlungsmethodik. Wir zeigen auch eine Befähigung einer Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Mann, lesen können wir aber noch nicht ganz. Müssen wir noch üben. Ja, würde ich so jetzt nie unterschreiben teilweise, aber gut, ist halt so. Nehme ich dankend an. Ja, ich glaube demnächst, also ich mach's jetzt einfach. Ich verabschiede mich nämlich jetzt schon. Jetzt müsste nämlich gleich eine Zwischensequenz kommen und die würde, glaube ich, auch kommen, wenn ich das Spiel nochmal neu starte. Also sozusagen, ich muss jetzt weitermachen, dann wird gespeichert und dann bin ich im Spiel wieder drin. Und dann, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte und den Spielstand lade, dann kommt diese Zwischensequenz, die jetzt kommt, sowieso nochmal. Und falls nicht, dann ist es so. Ich verabschiede mich trotzdem jetzt schon mal. Wenn nicht, seht ihr jetzt gleich noch eine Zwischensequenz, ansonsten seht ihr keine mehr. Ja, das war nicht die erste Folge. Ich denke, diese Folge geht jetzt, also ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen und keine Ahnung, ich werde jetzt das so in 20, 30 Minuten Folgen cutten, je nachdem, was so passt. Auf jeden Fall meine erste Aufnahmesession heute. Hoffentlich passt alles vom Sound her, vom Gameplay her, von der generellen Qualität her. Und ja, ich freue mich auf das weitere Projekt. LA Noire ist ein tolles Spiel. Und ja, hoffentlich sehe ich euch dann wieder bei der nächsten Aufnahmesession und in den nächsten Folgen. Ich werde jetzt auf Schließen drücken. Vielleicht kommt eine Zwischensequenz, die nicht mehr wiederholt wird. Ich bin jetzt ruhig, auf jeden Fall. Bis dahin.